Hallo. Heute rechnen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus Herbst 2013 mit der Aufgabe 3. Bei der Aufgabe 3 geht es um ein elektrisches Heizgerät, das mit zwei Widerständen beschaltet wird, und die Skizze sieht folgendermaßen aus. Unser Verbraucher, unsere Heizplatte, wird in der Aufgabenstellung A wahlweise mit in Reihe geschalteten Widerständen oder mit parallelen Widerständen beschaltet. Die erste und die zweite Variante. Gegeben sind die Widerstände R1 gleich R2 gleich 100 Ohm, R1, R2, das sind die Beschaltungsvarianten. Wir wissen, dass die Klemmenspannung 230 Volt Wechselstrom sind und die gesuchten Größen ist die sogenannte Heizleistung P bei Schaltung 1 bzw. 2. Ja, wir befassen uns mit der Lösung.